Lol, geheimen Ort gefunden. Ja, ich bin auch da. Da gab's eine Kanone. Warum habe ich die Kanone nicht bekommen? Weil da Teleportkugeln kreisen. Oh fuck, ich bin auch weggebeamt worden. Ich glaube, man durfte die leuchtenden Dinger nicht berühren. Ja, ich weiß. Ich gehe einfach die ganze Zeit wieder in den Teleporter rein. Das macht mich aggressiv! Hab's! Nein, ich hab's wieder nicht! Ich hab's geschafft! Ich hab den Kanonenball! Boah, ja, ich hab immer wieder so komplette Leckspikes drin. Ich weiß nicht, wo die jetzt herkommen tun. Wahrscheinlich ist das ganze Video übel hart asynchron oder so. Ach ja, hier war ich auch noch. Ja, genau. Ja, an die Stelle erinnere ich mich noch. Aua! Leck mich, du Clear. Cleare Sache. Ja, ich glaube, das ist der Tempel von Ziggurat, habe ich so das Gefühl. Ich zersäge wieder ein paar Bäume. Kümmert ihr euch mal um die Gegner. Boah, diese Leckspikes. Der Clear hat gerade eine Rakete überlebt. Diese Standbilder gehen mir ziemlich auf den Sack gerade. So Standbilder? Ja, ich habe komischerweise ab und zu immer so kurz, da steht es ungefähr mal 3 Sekunden still, das Bild. Das ist ziemlich nervig. Auch kein Ton oder so. Ich weiß ja nicht, was das zu bedeuten hat, aber es gefällt mir nicht. Na komm. Gott. Mach mal die Gegner fertig, ich will durch die Türe. Ach. Yay. Nein. Ach ja, Serious Sam 2 wird ja auch wieder ein wunderbares Spiel. Hatten wir das jetzt eigentlich durch? Ja, wir hatten es durch, ne? Ja, wir hatten das durch. Das war doch diese rollende nein, ich spoiler nicht. Ja, wir dachten ja irgendwie 2-3 Mal, wir hätten es jetzt durch. Ja, aber wir hatten es aber durch, wir hatten es durch. Also das Schwert ist echt drauf, sich immer und immer weiter zu steigern. Ja. Hä, was müssen wir denn jetzt machen, dass die Tür da aufgeht? Ich hab grad massiv Schaden, kann ihn aber nicht benutzen, weil ich kein Gegner finde. Ach, da ist einer. Ich hab das Gefühl, da muss man reingehen. Das sind Raketen, also das muss es gut sein. Ich mag die Schrotflinten in dem Spiel. Ja, vielleicht liegt es an diesem komischen Ding, was ich da einsetzen muss. Rechten Faltgenflügel platziert. Viel Spaß. Oh! Hi! Riesiger Dämon. Ich gehe da mal noch den linken Faltgenflügel platzieren. So. Warte mal, schaffe ich einen 360 Quickscope? Bam, Quickscope. Oh, bin ich gut. Ich sehe schon das nächste Secret. Willst du mich? Ich nicht. Komm her. Ich weiß nicht, wo du bist. Da hinten ist doch so eine riesige Pyramide. Das ist doch bestimmt ein Secret, ich sag's dir. Bam. 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 Das sind mir ein paar zu viele. Ja, auf die Endmusik zu spoilern. Ist aber so geil. Das muss ein Secret sein, weil hier so mitten in der Wildnis ein riesiger Tempel steht. Noch ein paar Feuerwolken. Was die Unreal Engine produziert, ist aber eigentlich gar nicht so hässlich. Ach, da hinten meinst du? Ja, ich komme. Ich mach noch ein bisschen den Realismus-Modus an. So, genug Realismus-Modus. Boah, wollt ihr mir auf den Nerv gehen? Hier.
Also da sind auf jeden Fall Clears bei dir. Die gehen mir gerade schon auf den Sack, weil die nämlich Aimbots haben und wirklich... Ja, warte, einer fehlt noch. Ich bin wieder ganz mitten in der Stadt gespawnt. Wirklich, oh, leck mich. So, die Clears sind tot. Danke, jetzt bin ich wieder in der Stadt, weil ich gestorben bin. Wo zur Hölle bin ich? Weißt du, bei mir steht immer irgendwas vom Freiflugschein oder wurde in Fetzen gesprengt, bei dir steht, wurde vom Clear ins Jenseits befördert. Ja, so geht das. Clear sind meine Erzfeinde, das ist Clear. So, der ist zu lange in der Sonne gestanden, siehst du? Ich weiß wieder nicht, von wem ich getötet wurde. Soll ich auch mal noch nach da hinten kommen? Warte, ich komme auch, auch noch mal nach hinten nach der, zu der Festung. Boah, dass es hier keinen Sprint-Button gibt, ne? Der Sprint ist ja durchgehend. Du joggst aber mir auch nicht. Ich sehe, ich mir immer noch ein bisschen das Gras. Ich meine, ich habe schließlich keine Beine, da darf ich das. Das irritiert bestimmt auch nur minimal, was ich gerade mache. Na, oh, ich glaube, das irritiert mich. Okay. Wow, wir haben gerade mal die Hälfte vom Weg geschafft. Und mir fällt schon wieder so ein Piss-Clear. Verreck, jetzt. Ich werd noch von dem Dämonen über die halbe Map beschossen. Aua! Ach, das ist die. Du darfst, kannst da gar nicht zu der Pyramide. Ich glaube, das hält dich einfach auf. Gabo! Ja? Nicht pfeifen! Entschuldigung! Danke! War's nicht! Ich hab gerade übel zusammengeschossen. Du wurdest in die Hallen von Valhalla geschickt. Wie sind denn so die Hallen von Valhalla? Ich hab was gefunden! Ein Kristall! Du hast einen geheimen Stein berührt. Ja, das ist echt gut. Da müssen wir zwei Stück von berühren. Warum müssen wir die nur berühren und nicht mitnehmen? Der leuchtet so schön. Keine Ahnung. Ich schieß mal drauf. Cheaterstein, der ist unverwundbar. Meins! Nur meins! Ja, Gobo, der Schatzjäger hier. Ja, sicher. Ich habe ernsthaften Schaden gefunden. Also, ich habe Serious Damage gefunden. Klingt doch ein bisschen besser als ernsthafter Schaden. Also, den ernsthaften Schaden, den habe ich nur. Ernsthafter Schaden! Oh, klingt das gay. So, wir können jetzt zurück, wo wir hergekommen sind. Ich bin leicht entflammbar. Oh, hi. Ich bin jetzt mal so cool, ich benutze mal nicht meine Maus. Moment. Was? Was war denn nochmal die Schießentaste auf der Tastatur? Keine Ahnung, ich habe immer mit Maus gespielt. Ich meine, es wäre STRG gewesen, schießen. Checkt er das? So, hier waren wir, genau. Wir müssen zurück. We must go on. And now with 1500 miles. Nee. Tür ist cool, die Tür ist nicht rot, da muss irgendwas Secretiges sein. Ach, da war ich hier doch gar nicht falsch. Nee, wir waren sogar richtig hier. Gut, da kommen wir nicht durch. Hier grunzt ein Schwein.
bist du gerade auch noch in dieser komischen Stage, weil ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Da kannst du aus einer Tür rausgehen. Ach, ich habe hier schon wieder die nächsten Gegner. Ich muss den geheimen Stein 2 berühren und mitnehmen. Den zweiten Stein kann man, glaube ich, mitnehmen. Dann habe ich den und nicht du. Ah. Okay, 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 okay. Wait a minute. Das sind ein bisschen viele. Jetzt sag mir bitte nicht, dass du nicht weißt, wo wir lang müssen. Da ist Tiskalis. Ah, doch, da ist Gobbo. Gehen wir jetzt den geheimen Stein holen. Ich berühre ihn vor, Gobbo. Na gut, mitnehmen kann man ihn ja leider nicht. Ah! Ah! Geheimen Stein berührt! Nein! Es sollte meiner sein! Ja. Gobbus Liebstes. Sterbt alle, die noch im Tempel sind! Sterbt! Für diesen geheimen Stein würde Gobbo seine Familie umbringen. Oder zumindest so. So, jetzt ist natürlich die Frage, was bringt uns das, zwei Steine zu berühren? Ja, da ist die Tür, glaube ich, aufgegangen. Aber desto weniger man darüber nachdenkt, desto besser. Ja, wenn man nach Logik geht, ist dieses Spiel nämlich ziemlich realistisch. Serious? Genau, das ist die Reaktion auf dieses Spiel. Ich schieß gerade einfach meine Magazine. Ich habe eine Kanone. Hier, frisst meine Kanonenkugel. Freiheit! Ah, oh, hier gibt's ganz viel awesome Stuff. Hier war ich auch noch. So viel weiß ich. Okay, was? Well. Ja, klar, alles clear. Ja, jetzt haben wir eine Lebensleiste, mit der wir clear kommen. Bis die Türen hier aufgehen. Hey, Dex Bike. Ich schieße einfach mit Raketen um mich und töte mich selber. Ach cool, wenn man stirbt, verliert man seinen Serious Damage, das kann man dann wieder aufheben, ne? Ah! Kettensägen Action! Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch? Holzmichel noch! Alter, sind das viele! Okay, wir haben's geschafft. Ja. Next Bike! Ah, da. Hey, hier ist ein Schalter. Oh, lol. Oh, hier ist auch ein. Ja, der eine macht die Sachen runter, der andere wieder hoch und der andere macht die Tür auf. Irgendwie sind los. Null. Ach, hier habe ich, glaube ich, Team Deathmatch schon mal gespielt in dieser Map. Ernsthafter Schaden in meinem Kopf. Oder in Gobbos Kopf. Alter, die Kettensäge, wenn du Serious Damage hast, sieht so geil aus. Die Musik ist wieder sehr gut hier. Ach ja. Oh. Spielst du eigentlich nur aktiv Dragon's Prophet? Nee, du? Ich auch nicht.
Es war eigentlich nicht schlecht, das Spiel, aber irgendwie nee, war dann irgendwo die Luft raus. Ich bin kein MMO-Spieler. Ich kann MMOs, ich spiele MMOs nie lange. Außer Guild Wars.